Es ist ein besonderer Konzert. Man denkt an Brahms sehr oft, dass Brahms als Gegenpole zu der Wagnerschen Schule, die Listische Schule von Berlioz, ist immer eher ein konservativer Musiker gewesen war. Aber ich glaube, dass diese Sicht den Brahms nur als einen konservativen Musiker, natürlich fantastischer Komponist zu betrachten, ist sehr einseitig. Weil auch Brahms war ein Kind seiner Zeit, ein Kind der Zeit des Romantizismus und blühenden Romantizismus. Es ist eine Konzert-Symphonie, ich würde sagen. Weil erstens, es ist viersätzig. Normalerweise oder üblicherweise, die Konzerte sind dreisätzig, ja, mit einem kontrastierenden, langsamen zweiten Teil. Aber mit diesem Konzert, Brahms schreibt ein viersätziges Zyklus. Und das macht das Konzert viel näher der Symphonie, ich finde. Das Orchester spielt unglaublich wichtige Rolle. Es gibt Passagen, wo die neue Musik von dem neuen Material wird entwickelt, erst zuerst im Orchester und erst danach in der Klavierpartie. Oder Passagen, die klingen im Orchester nur und nicht mehr im Klaviersatz. Ich finde, das ist sehr neuartig, absolut, es ist neuartig. Es ist sehr symphonisches Denken. Auch das Schreiben von Klavier ist so dicht, ist so groß, als wäre es eine zusätzliche, extra orchestrale Orchester. Das Klavier klingt wie ein Orchester. Aber last but not least ist das Konzert ist virtuos für das Klavier geschrieben, aber es ist nicht eine nackte, pure Virtuosität, um zu zeigen die Möglichkeiten des Instrumentes oder des Starsolisten, sondern die Virtuosität ist immer integriert in die Musik. Die ist Teil der Musik, unbedingter Teil. Es ist ein sehr schwieriges Konzert für Klavierspieler.